Und damit herzlich willkommen zurück zu Ranch Simulator. Ein Ingame-Tag ist vergangen. Ich habe ein bisschen das Holzlager aufgefüllt und zwei Dinge sind mir aufgefallen. Zum einen lässt das Spiel leider nicht zu, dass man einen Ranch-Bären oder einen Ranch-Wolf hat. Denn mit Neustart des Spiels waren leider sowohl Bär als auch Wolf verschwunden. Nur noch das Fleisch liegt da. Na, dann wird das hier wahrscheinlich wirklich später für den Hundezwinger genutzt. Und noch eine Sache ist mir aufgefallen. Das kam mir schon in den letzten Folgen so ein bisschen verdächtig vor. Ich habe ja immer dieses Vogelgezwitscher gehört. Ja, das, was man hier hört. Und dachte mir, aha, es gibt doch eigentlich, habe ich hier noch nie so wirklich Vogelgezwitscher gehabt, außer ich hatte Küken. Wisst ihr, worauf ich hinaus will? Wir gehen mal in den Hühnerstall. Hier sind sehr viele Eier. Und Küken. Eier, Küken und ein Hahn. Woher kommt der Hahn? Ich meine, die Küken entstehen wegen dem Hahn, aber woher kommt der Hahn? Ich bin meine alten Aufnahmen da nochmal durchgegangen. Irgendwie am, ich glaube, es war der 73. Ingame-Tag oder so. Da hab ich alle Hähne verkauft, habe auch die Küken verschenkt, sagen wir mal verschenkt. Und hier waren eigentlich nur noch Hennen. Ich habe dann noch ein paar von diesen braunen Hennen gekauft. Und jetzt ist da einfach ein Hahn. Und das erklärt sich mir einfach nicht. Wenn uns die Evolutionsgeschichte eins gelehrt hat, dann doch das, dass das Leben sich nicht einsperren lässt. Das Leben bahnt sich seinen Weg, es erobert neue Territorien, es überwindet sämtliche Barrieren, ob schmerzlich oder gefährlich. Aber so ist es. Nichtsdestotrotz gehe ich das Problem jetzt ganz anders an. Wir machen es so: Ich verkaufe den Hahn und ich verkaufe so ziemlich alle Eier. Wir machen es jetzt einfach so: Ich verkaufe das alles und dann müssen wir ein bisschen mehr darauf achten, was hier in Zukunft so abgeht. Ich werde wahrscheinlich auch einen zweiten Eierkorb holen. Ich weiß noch nicht so genau, ob ich einen zweiten Eierkorb nehme. Aber auf jeden Fall, ich möchte nicht so viele Tiere haben. Ich habe das ja schon ein paar Mal erklärt. Da gibt es einfach Performance-Probleme. Und Performance-Probleme sind mir in den letzten Folgen schon aufgefallen. Es könnte auch an den vielen Eiern liegen. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall habe ich sehr viele Hennen. Ich wollte fünf von jeder Sorte nur haben. Deswegen, buff. So, jetzt muss man gucken. Die Braunen haben ja eben ein Problem, sich zu vermehren. Und den Schwarzen sind schon wieder viel zu viele da. Buff. Zack. Küken lassen wir erstmal ranreifen. Geh mal weg vom Tor, Kleiner. Kleines, was auch immer. Zwei von denen sehe ich hier. Drei. Vier. Warte mal. Vier weiße Hühner nur. Drei. Vier. Oh. Ich glaube, ich muss ein weißes Huhn zurückstellen. Glaube, du darfst weiterhin hier leben. Wir verkaufen erstmal die hier. Und dann müssen wir Eier loswerden. Wir müssen unbedingt die Eier loswerden. Das geht so nicht weiter. Woher kommt der Hahn? Meine, rein vom Schlüpfzyklus wäre der mir früher auffallen müssen. Aber nun gut. Er ist nun mal hier. Jetzt wird er verscherbelt. Ups, ups, sorry, bisschen zu weit gefahren. Ich gebe es zu. Brumm, brumm. Hier müssen die Eier loswerden. Bum, 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 bum. Höre auf. Lass mich rein. So, verkaufen. Den Hahn. Die Hühner und die Eier. Zack. Bisschen Geld gemacht dabei. Sehr schön, jetzt holen wir gleich die nächste Fuhre Eier. Wir verscherbeln die. Das kann ja nicht sein, dass sich hier einfach vermehrt wird. Ich krieg das nicht mit. Ups. Bisschen ins Schlittern geraten.
So, jetzt holen wir hier ein paar Eier noch raus. Das ist ein bisschen Performance-Probleme, kriege ich immer mit. Könnte aber wirklich an den vielen rumliegenden Eiern liegen. Hey, guckt es euch an. Hier draußen liegen allein schon sich. Ich nur die hier draußen aufsammle. Dann bestimmt 40, oder? Offiziell liegst du draußen. Liegen noch mehr. Das sind Küken. Das ist ein Ei. Das ist ein Ei. Okay, noch mehr Eier hier draußen. Jo, da ist noch eins. Wie konnte ich das übersehen? Ja, manchmal sieht man sie wirklich nicht gut. Naja, glaube jetzt habe ich sie alle. Wie viel sind's? Na, 29. Noch nicht ganz 40, ja? Aber ich und meine Schätzungen. So. 40 Eier voll. Ja, ein bisschen Honig verkaufen, rein theoretisch. Ist ja nicht nur wegen den Eiern dahin. Ich habe ja auch gut Honig zusammenbekommen. Und auch der bringt ja Kohle. Upp. 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 Ihr seid noch leer. So, Eier und Honig. Muss ich noch die Tiere melken? Ich dachte eigentlich, du schaffst das. Ach. Soll dir einen Weg nach oben geben, ganz ehrlich. Na, du hörst du? Ich will eigentlich auch das Hirschfleisch verkaufen, was dort im Gehege vom einstigen Bären und Wolf so rumliegt. Soll dir ja auch Geld bringen. Ja. Schauen wir mal hier, also, ne, ich möchte ja nicht die Fässer verkaufen. Allein 42 für die Eier. Und dann kommen hier nochmal jeweils 300 hinzu. Top. Ja, so kann man auch Geld zusammenbekommen. Ja, ein zweiter Eierkorb wäre vielleicht nicht schlecht gewesen, aber nee. Oder doch? Oder nee? Oder doch? Wir schauen mal. Und ich muss diesen Düngeranhänger, muss ich auch mal wieder einfangen, der immer weiter sich entfernt. Ist ja auch ganz furchtbar. Ups. So. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Ach zu. Wildfleisch bringt ja fast gar nichts. Aber hey. Wie es rumliegt. Ja, schwuppediwupp. Nee, ich brauche noch mein Körbchen. Bum. 80 Eier haben wir jetzt schon verkauft. Ist schon voll. Dann wären wir schon bei 120 Eier. Stellen wir die drei Honigtöpfe nochmal ab. Zack. Zack. Und bitte.
Ja, ich kaufe einen zweiten Korb. Ja, ich denke, es dauert sonst zu lang. Immer wieder hinfahren und wieder zurück. Wir kaufen einen zweiten Korb. Ja, was ist denn hier los? Mach die Fahrbahn frei. Okay, ich lege da mal das Gewehr an. Zähle bis 3. 3. So. Und da ist das Problem geklärt. Er blockiert doch nur, deswegen. Blum. Blum. Fahren wir hoch. Oh, der Tank ist auch bald leer. Hier einmal hin. Oh, 135, okay. Ja, nochmal. Upp. So, kaufen wir einen Eierkorb. Kasse. Also 120 haben wir schon verkauft. Mal sehen, was noch rumkommt. Brumm, 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 Fiedelbumm. Yes! Canyonero. Nur der schafft das. Oh, ist schon wieder früher Nachmittag. Also die Zeit, die vergeht hier, ist unglaublich. Lass mich an deinen Eier. Nicht missverstehen. War schon wieder voll. Tatsächlich. Okay, da sind wir schon bei 160 Eier. Ah, lass mich hier mal ran. Ich steck fest. Ja. 200 Eier. Boah, ich kann verstehen, wenn es hier Performance-Probleme gab. Ja. Jo, mach mal. Vroom, 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 vroom. Platz da. Oder gesagt, Platz da. Hörst du mich nicht? Platz da für Willi? So. Verkaufen. Bitteschön. Bitteschön. 200 Eier. Ich meine, wir haben jetzt über 1000 Dollar schon nur mit Eiern gemacht. Wo ich es nur mal so erwähnt habe. Es ist wirklich ein kleines Produkt, aber du kriegst damit auch irgendwie Kohle zusammen. Wow. Danke dafür. Sehr nett. Kann ich sehen. Ja, wir betanken mal lieber. Wenn er Probleme macht. So. Bitteschön. Die beiden nehmen wir auch mal mit. Ich würde gerne mal nach meinen Ohrtürmen sehen. Mal hier rumgefahren. Das Tor sieht aber auch wack aus, oder? Und hier so halb geöffnet und so, aber nein, ist nicht. Oh, langsam wird es hier weniger. Sehr schön. Ist schon wieder voll.
tatsächlich. 240 Eier. Lampe. Ich will das nicht öffnen, sonst geht vielleicht noch ein Ei kaputt. Also zumindest die außen liegen, gehen dann immer kaputt. Okay. Wir gucken nochmal hier die Runde durch. Hier liegt noch eins rum. So. Fast 280 Eier. Fast 280 Eier habe ich dann verkauft. Okay. Das gibt ordentlich Moos. Was ich auch noch machen könnte. Käse, den ich nicht brauche. Also, was kein Blauschimmler ist, könnte ich auch verkaufen. Mal kurz in die Schränke reingucken. Der ist noch nicht reif. Geht soweit. Geht soweit. Geht soweit. Bist du offen? Darfst du zu sein? Darfst zu sein? Hier ist der Billigkäse. Auch. Ja, das war in der Zeit, wo ich keinen Blauschimmler hatte. Müssen erst noch reifen. Sehr schön. Die Box habe ich ja schon mit drin. Mal diesen Käse noch mitverkaufen. Bringt ja auch nochmal Kohle. Hoffentlich außer Acht lassen. Ne? Auch der normale Standardkäse bringt Kohle. Upp. Ich habe mich übrigens nicht auf Bienenjagd oder so begeben in der Zwischenzeit. Ich habe wirklich nur Holz gefällt. Da sind mir diese Dinge halt noch mit aufgefallen. Aber ich sag mal, wie es ist. Wir haben viele Bienen. Ja, auch wenn der letzte Kasten leer ist, wir haben schon ordentlich viele Bienen. Ich glaube, vier Platten. Nee, nicht vier, Quatsch. Sieben Platten oder so fehlen mir. Ich weiß gar nicht, ob die nachspawnen oder sowas. Aber auf jeden Fall, wir haben genug. So. Oh. Ja, na, also, Käse ist nicht schlecht. Oh, nochmal 1000 rausgeholt. Gehen wir mal zu den Öltürmen. Ein bisschen Kohle raus. Jetzt noch ein bisschen nach, wohlgemerkt. Jetzt aber noch so viel nachgeben muss hier, meine Güte. Einschalten. Du musst nur betanken, Junge. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Uff. Uff. Zack. Ah, da kommt Kohle bei rum. Oh. Ich will einfach ein bisschen was auf der hohen Kante haben. Deswegen. Ah, hier kann ruhig noch. Der Rest kann dort vor Ort bleiben. Ich möchte halt nur einen gewissen Kontostand haben. Wenn es dann mal so weit ist mit den Tieren. Die Hunden, die Katzen und so. Ich weiß ja nicht, wie viel das kostet. Es wird nicht so viel kosten, hoffe ich. Aber da ist es doch schon schön, wenn man ein bisschen was auf der Bank hat. Aber den zweiten fahre ich nicht an. Den zweiten... Doch, den fahre ich an, aber ich entnehme nichts. Ich betanke ihn nur. Ja, dann halt den Vordereingang. Ist mir doch egal. Ist mir doch egal. Hauptsache, ich komme rein.
Na, oh, nochmal zwei Riesen gemacht hier. Bitteschön. Vroom. Pump du schön weiter. Das passt schon. Handbremse mal ziehen. Braucht mir zu lange zum Abbremsen, deswegen. So. Sehr feini. Da, da, da. Einmal der Straße lang. Miau. Boah, ich habe auch nicht abgebremst. War mir auch egal. Ist ja eh kein Fahrzeugschaden. Also, warum die Mühe? Geht das so? Ja. Einsetzen. 279, passt schon. Ah, da hinten, das Bienen. Ist da an dem einzelnen wirklich Bienenstock? Und da hinten auch. Jo, hier sind Bienen. Glaube, die spawnen wirklich nach. Jo, 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 jo. Jo, noch zweimal Bienen ab, habe ich gedacht, so, weil es in die Folge reinpasst. Okay. Dim, 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 dim. Ach, da brauche ich erst das Ding noch. Naja, egal. Wir machen erstmal das mit den Kühen und so, weil ich möchte die nicht mit dem Schlafen stören. Und danach fahren wir eher hin. Und hol noch die Bienen, falls ich es nicht vergesse. Flum, flum. Ja, du dachtest da hinten. Lass mal betankt werden. Oh, bitteschön. Weiter auch. Upp, upp, zack. Wie viel ist da noch drin? Über die Hälfte. Geht, geht. Denke schon. Irgendwann. Irgendwann machen wir uns wieder auf die Reise. Und nicht in dieser Folge. Jetzt könnte ich bei den Bienen doch gleich mal gucken. Sieben waren es, die gefehlt haben, ne? Hier habe ich drei. Und hier habe ich null. Ja. Gleich mal sieben Platten kaufen und nicht nur zwei. Ich denke, das machen wir so. Dann soll mich die anderen fünf immer daran erinnern. Ach ja, da waren noch Bienen offen. Hat schon wieder ordentlich geschissen. Sind doch mehr als genügend. Nee, sind die ganzen Küken erwachsen geworden? Ist doch so viele. Ich das Weiße nicht zurückstellen müssen. Naja, solange es Hennen sind, keine Hähne, geht das schon. Ja. Über 200, was waren es? Fast 280 Eier habe ich verkauft. Aber wer nimmt das schon so genau wahr? So, jetzt kommt meine Lieblingsaufgabe. Schafe Euter melken. Komm her, Monika. Hier geblieben, Jennifer.
Ganz schön leise teilweise. Und natürlich Mila. Die Milch nehme ich mit. Brauchen wir allein ja schon so viel Geld für den Blauschimmel. Der kostet ja immer so viel. Der ist so schnell immer leer. Dann, ja, es wird wirklich dunkel. Nein, 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 du bleibst mal schön hier. Was du, Sarah? Ja, hinten in der Ecke. Ah, sie kommt wieder, sehr gut. Komm, Alisa, wir müssen uns beeilen. Will hier sich in die Ecke verkrümeln. Nix da. Mulissia, du konntest mir nicht entfliehen. Hopp. Ja, meine Kühe sollen nachts schlafen. Nicht gemolken werden. Das Licht ein bisschen an. Hier soll man das Licht anzumachen. Puff, 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 puff. Zurück damit. Da, da, da. Swip. Vorbei, meine Lieben. Wirkt immer, als würde da hinten Nebel sein oder sowas bei dem Silo. Aber da ist keiner. Mach mal das Licht an. Nachtschlaf will ich damit nicht stören, aber ansonsten sehe ich zu wenig. Komm mal her. Na ja, Gott. Na, oder? Megan? Er versucht sich an mir vorbeizuschleichen. Natalie? Jennifer? Oh, das Ding losgelassen. Ups. Sorry. Girl. Und so weit hinten komme ich nicht ran. Oh. Den habe ich denn übersehen? Warte ich. Sophia. Du wolltest mir entkommen. Okay, okay. Ich mach's Licht wieder aus. Ja, jetzt müssen wir ja mal die Schränke füllen. Und Filler. Zack. Zack. Zwei fehlen noch. Ja. Und so. Ja, bum bum. Schrank zu. Puff, 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 puff. Reicht noch für ein. Uff. Eine Packung gleich mal hier hinlegen. Die 2 Liter, die kommen wieder rüber. Zack. Ja, man ist hier ordentlich beschäftigt, muss man ja so sagen, ne?
Diese ganzen Aufgaben, die könntest du gar nicht an einem Tag schaffen. In-Game-Tag. Bemerkt. Ich habe gar nichts gefressen. Sehr merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. So, bestimmt. Stimmt ja auch wieder. War noch einer übergeblieben. Oh, der letzte offene Schrank. Das bedeutet ja, wir müssten bei Gelegenheit mal verkaufen. So, also 7 Platten kaufe ich. Brumm, brumm, brumm. Frage ich mich, ob hier oben auch wieder welche gespawnt sind. Und du hast geöffnet. Du hast die ganze Nacht offen. Gib's zu. Ja, ich kann auch mal zweimal Kugeln kaufen aus irgendeinem Grund. Ach toll, jetzt geht es schon wieder nicht mehr. So. 2 noch. 8000 habe ich auf der Kante. Ich gehe jetzt schon. Kugeln sieht man immer so schlecht. Das sollte gehen. Vier. Nummer 5. Nummer 6. Jetzt mal schnell die 2 Kugelpackungen. Wo sind sie? Einmal hier. Das ist mal wirklich sehr, sehr schlecht. Ach, gleich daneben. Einmal da. Ja, ich wollte gleich mal einschalten, den Raucher. Das interessiert mich natürlich, ist hier oben am Hang jetzt auch wieder irgendwo ein Nest. Und das ist so ein typischer Spawnpoint für Nester. Für Hives. Würde mich jetzt schon interessieren. Summt es hier jetzt irgendwo? Hier, da. Top. Krallen wir uns gleich mal. Wenn ich mit dem Auto direkt daneben stehe, mit dem... Gilt das dann auch als rauchig? Klappt. Wuff. Gibt's hier noch einen anderen Reif, den ich schnell mal abernten kann? Zu Fuß kenne ich das besser. Zu Fuß ist es einfach leichter und schneller geregelt. Suchen wir noch die Bäume da vorne ab, dann holen wir uns einfach die anderen beiden und war's das. Wenn hier jetzt nicht noch irgendwie einer ist, der schnell rumsäuselt, summt. Die ist ja auch nicht übertreiben mit der Folgenlänge. Ich hätte es schon gehört, wenn hier noch was wäre. Nee. Gut, also sie kommen wieder. Rum. Ja.
Ja, da, da, da. Hier unten ist auch immer so ein typischer Spot, wo es Beehives gibt. Also dieser Bereich des Waldes, will ich damit sagen. Nicht nur hier unten, auch das hier oben. Alles bis zum umgestürzten Baum ist eine Gegend, da findest du Hives. Also hier in der Gegend vom Holzweg. Könntest du das lassen? Machst dich selber lächerlich. Wir hören nochmal, wir lauschen nochmal ganz kurz. Na, alles was hier so ist, habe ich in der Vergangenheit immer meine Beehives her. Ja, ich glaube, der Baum hier vorne ist verschwunden, wo der Beehive war. Und ansonsten höre ich nichts. Ich will jetzt hier auch nicht weiterziehen. Sorry. Wir holen uns die anderen beiden noch und dann war's das. Irgendwann werde ich schon wieder aufnehmen und dann das Ganze weitergehen. Da, da, da. Schnell hier durch. Straße hier lang. Anderen Ölturm. So, aber es raucht gar nicht mehr. Hier, es raucht gar nicht mehr. Jetzt geht's wieder. Uff. Würdest du wohl. Danke. Wo war der zweite? Da hinten, ne? Jetzt steckt der fest. Bitte nicht so ein Quatsch. Meine Güte. Die Karre. Das ist so richtiges Geländer, Utulu. Keine 2 Meter voran. Ja. Zack. Bienen eingesammelt. Wir fahren nach Hause damit. Treibplatten. Nicht schlecht. Dafür, dass ich nicht vorher gesucht hatte, wo welche waren. Nicht schlecht. Summ, summ. Summ, summ. Das machten sie auf der Ladefläche. Summ, summ. Hm? Tank ist schon wieder fast halb leer. Meine Güte. Schluckt ja ordentlich die Karre. Das hier hin transportieren ist ja, das ist schaden ja nicht. Ist ja genial. Dun, 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 dun. So. Und in den letzten und ihr rein. Uff. Sehr schön. Wir rennen noch drauf. Nicht mal ausgemacht. Kontrolliere noch mal schnell, ob hier überall Futter drin ist. Oh, Peter, was ich meine. Die war gemacht. Die haben gut gefressen, im Gegensatz zu den anderen. Ja, es ist auch schon 2.40 Uhr morgen. Meine Güte, die Folge ist überlang. Das Pferd alleine wird nicht so viel gefressen haben. Sag's, wie es ist. Nun gut, nun gut. Einmal schlafen legen. Und damit war's das für die heutige Folge. Mal schauen, was ich nächstes Mal aufnehme, weil eigentlich habe ich alles, was ich brauche. Vielleicht fällt mir noch irgendwas Kleines ein, aber eigentlich habe ich alles, was ich brauche. Ich habe eine Taschenlampe, ja. Ich habe Geld auf dem Konto, wollte ich zeigen. 8.500, das sollte reichen für Einkäufe. Und ansonsten
eigentlich alles vorhanden. Ne? Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Auf Wiederschauen. Reingehauen. Tschüss.